voller internationaler Lebendigkeit in einem der schönsten historischen Stadtkerne Europas präsentiert sich die Perle des Mittelmeers, Palma de Mallorca, ihren Gästen. Eine Sightseeing-Tour durch die Inselhauptstadt ist für Gäste aus vielen Ländern ein besonderer Reisehöhepunkt. Die Stadt macht es ihren Besuchern leicht und offeriert ihr architektonisches Prachtstück direkt an der Uferpromenade und bietet damit einen optimalen Ausgangspunkt für einen Stadtbummel. Die Kathedrale von Palma ist eines der schönsten gotischen Bauwerke der Welt und begrüßt zusammen mit dem Almudaina-Palast die Gäste der Stadt schon von Weitem. Mehr als 7 Jahrhunderte waren erforderlich, um dieses architektonische Meisterwerk in seiner heutigen Gestalt zu errichten. Zur linken Seite des großen Wasserbeckens vor der Kathedrale führt der Weg die Besucher vorbei am legendären Steinschleuderer zu einer sehenswerten Wasseranlage, die viele Gäste als Kulisse für ein gemeinsames Erinnerungsfoto nutzen. Weiter oberhalb befindet sich eine historische Gartenanlage mit schönen Wasserspielen, die zum stilvollen Flanieren oder zum Entspannen im Schatten der Bäume einlädt. Am Ende der Gartenanlage öffnet sich die Perspektive zur Plaza Arena mit seinem imposanten Springbrunnen im Mittelpunkt. Und zur rechten Seite erwarten Pferdekutschen die Gäste für eine nostalgische Fahrt durch die Innenstadt. An die Plaza Arena schließt sich eine der berühmtesten Flaniermeilen Palmas an, der Passage S-Bahn. Löwensphinxen mit Frauenköpfen aus dem Jahr 1833 begrüßen am Anfang der Allee die Besucher. Gesäumt wird die Prachtpromenade von zahlreichen exklusiven Modegeschäften und historischen Hotels. Im Schatten der Platanen sitzen Gäste und Einwohner in den Cafés, um entspannt das Flair dieses Kleinods mitten in der lebhaften Innenstadt zu genießen. Vorbei am verkehrsreichen Trubel auf der Plaza Juan Carles geht es auf der rechten Seite zu den berühmtesten Jugendstilgebäuden der Inselhauptstadt.
Am Plaza Mercat befindet sich ein auffälliges Gebäudeensemble mit einer schmuckreichen Fassadengestaltung. Die 1911 errichteten Häuser Can Casasayas gehören zu den beliebtesten Fotomotiven in der historischen Innenstadt und sind ein herausragendes Beispiel für die katalanische Version des Jugendstils. Nur wenige Meter entfernt steht das imposante Gran Hotel an der Plaza Vila. Im Eröffnungsjahr 1903 zählte das architektonische Prachtwerk zu den imposantesten Hotelbauten Europas. Die kunstvolle Fassade im katalanischen Jugendstil ist so einzigartig, dass die UNESCO dieses Gebäude 1992 zum Weltkulturerbe erklärte. Heute befindet sich in der einstigen Nobelherberge ein Kulturzentrum. Gegenüber dem Gran Hotel befindet sich mit dem historischen Theaterofen die bekannteste Bäckerei Palmas. Die köstlichen Backspezialitäten besitzen seit Jahrzehnten Kultstatus. Und die traditionsreiche Eingangsgestaltung ist ein beliebtes Fotomotiv. Über eine Treppenanlage geht es weiter aufwärts zur Plaza Mayor, dem Zentrum der Fußgängerzone. Auf dem von Arkadenhäusern eingerahmten Platz finden in den Sommermonaten viele Straßenkünstler ihre Bühne. Vor dem zahlreichen Publikum, das über den Platz bummelt, um in die nächste Einkaufsgasse zu gelangen. Die engen Gassen in der Altstadt Palmas haben ein eigenes Flair und begeistern die Stadttouristen mit Inselspezialitäten, köstlichem Eis und schicker Mode. Zur linken Seite gelangt man auf den Plaza Cort, den Zentrum der Altstadt. Hier dominiert das detailreiche Rathaus aus dem 16. Jahrhundert die Kulisse. Eine berühmte Uhr am Rathaus zeigt Fußgängern immer die Zeit. Und dieses Kunstwerk gehörte im Jahr 1386 zu den ersten Turmuhren in Spanien. Die Fassade schmücken barocke Wappen. Und an der Front gibt es eine Tribüne, die im Volksmund schelmisch auch die Bank der Faulpelze genannt wird. Auf dem weiteren Weg in südlicher Richtung erreichen die Besucher in wenigen Minuten das imposante Westportal der Kathedrale.
optisches Highlight der Westfassade ist das bereits 1370 erbaute Rundfenster mit einem Durchmesser von über 12 Metern, das als die größte gotische Rosette der Welt bezeichnet wird. Der Blick in die Höhe ist atemberaubend und viele Schmuckelemente im Renaissance-Stil und Figuren der Kirchengeschichte versetzen die Besucher in pures Erstaunen. Von der Aussichtsplattform an der Kathedrale kann jeder Besucher zum Abschluss der Stadterkundungstour durch die historische Altstadt ein schönes Panorama auf die großzügige Wasserlandschaft und die Stadtpromenade genießen. Und mit etwas Glück einem Kreuzfahrtschiff beim Auslaufen aus dem Hafen beobachten. Die Inselhauptstadt hat natürlich noch viel mehr Facetten zu bieten, die jeder Urlaubsgast individuell für sich entdecken kann.